Er ist halt schon da. Ja, das, was ich getrunken habe, jetzt lass mal scheiß drauf. Es geht, also, was wir haben, ihr denkt euch jetzt, PS, Pascal ist ein bisschen doof. Ja, aber wie ihr sehen könnt, wir haben hier Altfett, ja, Behälter. Und haben auch natürlich den Zettel hier dafür. Ne? Ja, kann man euch mal zeigen. So. Genau. Genau. Und eins liegt ja schon da unten. Nehmen wir auch gleich mit. So. Dann lesen wir mal euch vor. Wie gesagt, Kraftstoff für Fürth und Erlangen, das Klima. Erste Flasche Altspeiseöl, Biotreibstoff für 20 km. Ja. So, als wichtige Info, jeder Tropfen zählt. Ne? .de, maximal 70% natürlich darf es heiß sein. Und bitte nicht heiß einfüllen, Deckel fest verschließen. Und ja, dann haben wir hier, was darf rein? Ja. Gebrauchte Fried hier und Bratöle, Fette. Öl von eingelegten Speisen, zum Beispiel Sardinen, Schafskäse, Peperoni. Ja. Dann Margarinen. Verdorbene und abgelaufene Speiseöle und Fette dürfen rein. Dann, was ihr nicht rein dürft, ja, also was ihr nicht reinmachen dürft, das bitte nicht, steht sogar drauf, Mineral- oder Motor- oder Schmieröle, andere Flüssigkeiten und Chemikalien, Mayonnaisen, Soßen und Dressing ist auch tabu. Ja, dann Speisereste und sonstige Abfälle auch bitte nicht. Zum Beispiel wie Papiere oder jetzt zeige ich euch mal einfach eine Werbung, soll ich sowas hier auch nicht reinwerfen. So, ne? Genau, dann legen wir das mal daher wieder. So, und dann haben wir wie gesagt den Zettel hier, wo es genau Standorte steht, Stadtteile, Standort. Okay, fangen wir mal an zu lesen. So. Wo es steht, zum Beispiel Nummer 1, Alterlangen, Mörrendorfer Straße, Kostbacher Damm. Dann Nummer 2, am Anger, also am Anger, ist genau da, wo ich ungefähr wohne. So, dann Bruck und Felix Kleinstraße, Festplatz, Büchenbach, Ruttelplatz, Büchenbach, Frankenwaldallee, Hoferstraße, Dexendorfer, ha, Dexendorf, Naturbadstraße, Buswendeschleife. Ja, kennt man ja. Frauen, ja, fangen wir mal so. Eldersdorf, Ergittingplatz, dann Frauenaurach, Willi-Kraser Straße, Rödelheim am Ohmplatz, Rödelheimpark, Luise-Kieselbach Straße, Sebaldesee und Herr-Heuss-Anlage, Breslauer Straße, okay, da ist es auch. Dann, Sieglitzhof, Fenzonenplatz, Tennenlohe, Täublingenstraße, Lachnestraße, Zentrum Fuchsenwiese, dann Zentrum westliche Stadtmauerstraße, Paulistraße und Nummer 16, die Zentrum Werner von Siemensstraße in Luitpoldstraße, genau. Ja, dann wie gesagt, genau. Dann haben wir das, dann hier genau weiße Tropfen hier, was das bedeutet da oben, sag ich mal, ist er weiß Flügel und Wing, ihr wisst Bescheid. Ja. Genau, einfach sicher und hygienisch steht ja auch drauf. Genau. Und genau, dann wollen wir dann gleich schauen. Wie, also von innen rein, da schauen wir dann gleich rein. So, Freund. Ja, entschuldige, ich habe fast mein Handy verlassen. Passiert. Er hat keinen Bock auf mich gehabt. So. Genau. Dann schauen wir mal rein hier. Genau, wie ihr sehen könnt. Da ist auch dieser Automat, ne, wie ihr sehen könnt hier. Genau. So, dann unten der grüne Tropfen. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Müsst ihr da drüben den Diddy fragen. So. Ja. Genau. Genau, hier steht halt auch nochmal Kraftstoff für Fürth und Erlangen, das Klima, Fürth und Dings. Da steht auch natürlich, gehen, so geht's und etc. weiter, wie Hummer. Wenn zum Beispiel welche nicht Bescheid wissen, wie es gehen sollte, wenn sie den nicht für das Außen, für den Behälter hier, sag ich jetzt mal,
Welche, die halt nicht wissen und das unbedingt nachlesen wollen. Genau. Siehst du, da haben wir auch noch was. Also hier Wertstoffe statt Abfall und so weiter. Hier, ne? Genau. Sieht man. Ja. Speiseöl gehört in die Sammelflasche und nicht in den Müll. Also, wie gesagt, diese. Warte, wir nehmen das hier mal. Zeigen es mal hierher. Ja. Dieses Ding hier bitte nicht in den. Einfach in den Müll werfen. Ja. Das ist tabu. Ja. Also immer behalten und natürlich die Fette rein tun, ne? Und dann kommen die da in dem Automaten rein. So, das zeigt aber, zeige ich heute nicht. Das zeigt, ne, könnt ihr auf Leon Elektronik schauen. Da hat es ja schon einmal gemacht. Da zeige ich es dann euch auch nochmal. Und beim Oliver natürlich, ne? Den Oliver, ja. Und der mit seinen Segelbooten, genau. So. Der macht einmal gute Dinge, genau. So. Jetzt mal nicht zu dem. Hier sollen wir mal weiter. Was steht da noch? Das darf, ne, das darf rein. Steht das hier auch nochmal? Genau. Also steht hier alles drinnen. Ist aber recht klein. Aber naja, gut, ne? Ja, und genau. Dann haben wir, habt ihr das da schon mal gesehen? Und wie gesagt, dann, bevor ich mich verabschiede, ja, zeige ich mich natürlich von vorne gleich wieder und ja, bis gleich. So Leute, also dann würde ich mich sagen, das war meine Rede. Jetzt höre ich schon, dass ich dann später noch meine Werbung gucke, die ich euch vom Armin Deal bekommen habe. Ja. Ja, und genau, dann werden wir mal schauen, was da Neues gibt. Und wir sehen uns, wie gesagt, heute auf Erlanger Bergkirchweih nicht vergessen. Ja, da mache ich auch noch ein paar Videos vom Rund an meinen Rundgang. Was alles heute schon drauf ist, weil ich habe heute schon vieles mitgekriegt, dass angeblich der Riesenrad schon da ist, also schon mit den neuen Gondeln, ja. Und das Schiffchen Karussell ist auch da, ne? Das ist wie Seiler. Genau, und da sehen wir uns dann. Und wie gesagt, nicht vergessen, abonnieren und hoffentlich schaffen wir die 1000 Likes und 1000 Abonnenten. Also mit Likes natürlich nicht, aber ich denke mal 1000 Abonnenten würde ich schon hinkriegen, mit zu helfen, weil ich habe sehr lange wirklich nicht mehr YouTube weitergemacht, hat auch Gründe. Und ja, wie gesagt, nicht vergessen und ausmachen jetzt.